Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von SH Power, innovative Energie. GVS Weinkellerei und der Brauerei Falken. Sie immer das Gleiche, haben irgendwie keine neuen Ideen und stoßen in der Küche immer wieder an die gleichen Probleme, dann geht es Ihnen ganz genau gleich wie mir. Darum habe ich Ihnen, aber auch mir, Hilfe verschafft. Weihnachten ist zwar schon ein Zeitchen her, trotzdem habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk, das ich eigentlich noch gar nie ausprobiert habe. Nämlich den Kiesackflösser hier. Ich weiss, dass man hier damit Rahm machen kann, würde heute aber gerne mal etwas Warmes ausprobieren, nämlich ein Herdöpfelstück. Bevor es aber losgeht, muss ich noch posten. Lauch, Rüebli, Böllen, Knobli und Herdöpfel habe ich vorher schon eingekauft. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch ein gutes Stück Fleisch und dann kann es auch schon losgehen. Hoi, Stefan. Ja, hoi, Michelle. Du, ich habe ja heute vor, um einen super feinen, selber gemachten Herdöpfelstock zu machen. Und jetzt bräuchte ich einfach noch ein gutes Fleisch von dir. Gutes Fleisch. Also zum Herdöpfelstock würde ich dir eigentlich empfehlen, dass du Kalbshaxen machen dazu. Das tut sehr fein. Ist das recht? Tipptopp. Gut, ich hole da gerade schnell für. Moment schnell, hä? So, da wären jetzt die Kalbshaxen da. Schön gesehen aus. Willst du es geschnitten oder am Stück? Nein, du kannst mir es gerade zum Stück geben. Gerne. Das wäre super. Dann wäre alles bei dir. Ja, das wäre alles. Danke vielmals. Geht es dir so? Ja, dann geht's, kann ich gerne den Korb nehmen. Schöne Woche. Ciao, Stefan. Tschüss. Ciao, Michelle. Danke. So, die feinen Kalbshaxen sind auch dabei. Der Korb dementsprechend ein bisschen schwerer. Jetzt brauche ich aber definitiv Hilfe beim Kochen. Und dazu geht es zum Dani in die Küche. Dani ist der Profi in der Küche und ich versuche ihm zur Hand zu gehen, sodass dann auch ein feines Essen entsteht. So, jetzt bin ich aber langsam definitiv froh, dass ich angekommen bin. Der Korb ist nämlich relativ schwer geworden. Jetzt hoffe ich nur, dass der Dani dann auch zufrieden ist mit dem, was ich eingekauft habe. Dani, ich bin einkaufen. Mal schauen, ob du zufrieden bist mit dem, was ich gebracht habe. Viel Gemüse, Lauch, Sellerie, Rüebli und dann Topinambur. Ja. Und ein feines Fleisch. Das ist die Knolle, ein ganzer Kalbshaxen. Wunderbar. Das ist von hinten, das ist fleischiger. Mit der Vorderhaxe, wunderbar. Gut. Und dann natürlich Herdöpfel, weil wir machen mit einem feinen Herdöpfelstock. Und der kommt aus dem Kiesackblöser. Ich bin super gespannt, wie das funktioniert. Machen wir miteinander. Gut. Wollen wir loslegen? Schauen wir los. Sehr gerne. Kuchenschwarz. Okay, dafür. Voilà. Der Schweizer. Der Schweizer. Mit Haar auf der Brust. Das meinst du, passt du mir? Tue. Kann sich anpassen, oder? Also gut. Okay, also. Wunderbar. Probiere ich das einmal. Ich sehe, du hast schon alles parat gemacht. Mit was starten wir? Ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal schnell mit dem Fleisch. Wir tun die Kalbshaxe, die ganze Kalbshaxe. Ein sogenanntes grosses Pièce, das in den letzten Jahren ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Gut. Ich glaube, auf meiner Seite fangen wir jetzt mal ganz schnell an, das Fleisch schnell anbraten. Wie gesagt, wir tun es glasieren, schmoren im Ofen. Und von da müssen wir das Fleischstück eigentlich anbraten auf allen Seiten. Das ist auch immer das gleiche Verfahren. Wieso braten wir es denn zuerst an? Tun es nicht gerade direkt in den Ofen? Könnte man auch, aber
Das ist ein bisschen klassisch. Wir wollen den Röstbitter sofort von Anfang an in der Pfanne haben. Und dann wird das abgelöscht mit Wein. Und dann haben wir mehr Geschmack in der Pfanne rein. Das hat ein bisschen Röstbitter. Ja, Röstbitter. Röstbitter. Bitter. Ja, Röstbitter mit negativen Sinn. Es ist wirklich ein Geschmack, der sich durch die Stärke und auch gewisse Proteine quasi entstehen, durch das Anbraten. Aber auch da müssen wir ein bisschen aufpassen. Es sollte nicht zu lange, über 180, 70 Grad. Dass ich dann den Röstbitter auch negativ kann, gesundheitsschädlich kann. Was für ein Öl entwickeln. Hast du da drin? Wichtig ist auch, ich habe einfach kein kaltpresstes Öl. Ich habe aber ein Olivenöl ohne weiteres. Da lässt sich auch über 200 Grad erhitzen. Ich habe jetzt ein sogenanntes Schweizer Sonnenblumenöl. Und einfach schauen, Butter sind wir ein bisschen mit einem tiefen Rauchpunkt. Da verbrennt bei 170 Grad. Darum dementsprechend nehmen wir hier ein Öl, das einen hohen Rauch Punkt hat, also wo ca. erst bei über 200 Grad fängt an zu verbrennen. Zuerst wird das Fleisch gewürzt mit Salz und dann in heißem Öl von allen Seiten her kurz anbraten. Was kommt als nächstes, wenn wir den fertig anbraten haben? Wie geht es weiter? Dann gehen wir wirklich mit verschiedenen Gemüsen rein. Es ist eigentlich immer das gleiche beim Schmorgericht. Wir braten erst gut anbraten in der Pfanne. Ja. Ich lasse jetzt noch etwas rein. Ich will noch ein bisschen mehr Farbe und wir fangen jetzt an mit Zwiebeln. Ja? So. Wir gehen jetzt weiter mit Lauch. Und wie gesagt, nicht übertrieben mit der Hitze. Der Lauch sollte auch nicht verbrennen, sonst wird er dann bitter. Es sind eigentlich noch sehr viel Gemüse an sich. Wenn es verbrennt, wird es bitter. So. Dann haben wir noch Rüebli, wir haben da Pfälzer. Das ist auch nichts Neues, das ist auch gelle für Deutschland. Rüebli. Ja, früher sind die roten Rüebli, heute gibt es violette, weisse, gelbe. Das sind alles Züchtige. Hat man das jetzt heutzutage wirklich interessanter, vielfältiger, farbenintensiver angebracht. Geschmacklich ähnlich wie die roten Rüebli. Bei den weissen haben wir dann da schon andere Geschmäcker, intensiver. Sehr interessant. Ich wundere mich, ob ich da einen Unterschied schmecke. Ich möchte die Rüebli, ehrlich gesagt. Eben, wie ich dir gesagt habe, Pfälzer Rüebli, die sogenannten gelben Würzli Rüebli, haben eigentlich den gleichen Geschmack wie unsere bekannten Rüebli. Wir gehen jetzt weiter mit Sellerie, Stangensellerie oder Knollensellerie. Aber auch hier aufpassen, nicht verbrennen. Und was jetzt hier noch wichtig ist, auch hier, bitte gerade immer von Anfang an ein bisschen Salz dazugeben. Ja. Salz hebt den Geschmack, gibt den Geschmack raus. Es kommt das ganze Gericht ab. Und wir können jetzt hier den Kalbshaxen nochmal zugeben. Den ganzen Kalbshaxen. So, dale. Und jetzt tun wir ein bisschen Tomatie. Es ist mehr ein bisschen Pelati. Haben wir immer daheim. Pelati ist für mich auch so universal. Auch in unserer Profiküche eine wunderbare Convenience-Produkt, würde ich fast sagen. Aber wirklich, es gibt Farbe, es gibt Geschmack, es gibt Glanz. Pelati gibt jedem Schmorgericht den speziellen Gaumen. Als nächstes kommt der Wein dazu. Heute ein Malbec. Da sparen wir jetzt nicht. 2-3 Dezi rein. Nach was hast du jetzt den Wein ausgewählt? Also hast du jetzt da ein bisschen geschaut? Er soll passen zum Gericht. Er soll wirklich passen zum Gericht. Jetzt lassen wir das Ganze 10 bis 15 Minuten lang einköcheln. Und in dieser Zeit da widmen wir uns der Cremulata. Der Garnitur für drüber. Das kann ich jetzt mal noch mal schauen, wenn er auf mich zukommt. Ich warte immer noch, bis der Kiesechblöser zum Einsatz kommt. Mal schauen, aber das geht glaube ich noch ein Zeitchen. Mit den Herdöpfeln haben wir nämlich noch nichts gemacht. Jetzt geben wir noch ein bisschen Geflügel vor und Weisswein dazu und lassen das Ganze noch mal einreduzieren. So, was kann ich davor ersetzen? Weil das ist ja auch wieder das Problem, oder? Die Haie. Also, dann nimmt man halt ein bisschen Wasser mit ein bisschen Geflügelbouillon, kocht das auf. Und wenn man mal ein bisschen Gemüseabschnitt hat, darf man das auch schnell aufkochen in dem Wasser, Gemüsebouillon. Und dann kann man das passieren und jetzt in dem Zeitpunkt auch rein. Und jetzt nochmal, ich muss sagen, 10-15 Minuten einreduzieren und dann nachher einen Deckel drauf. Und dann tun wir es im Ofen bei ca.
erst 160 Grad, 10-15 Minuten und dann gehen wir kontinuierlich ab auf 140-120 Grad. Mit dem Deckel, dann tut sich der wirklich schön zart schmoren. Jetzt geht die Pfanne ab in den Ofen, ungefähr bei 160 Grad, 10-15 Minuten. Nach dieser Zeit die Hitze reduzieren auf ungefähr 120 Grad. Insgesamt sollte der Kalbshaxe 2,5 Stunden im Ofen sein. Und weiter geht's mit dem Herdöpfelstock. Die Herdöpfel, die haben wir ja bereits mit der Schale weich gekocht. Unbedingt mit der Schale kochen, damit auch der Geschmack vom Herdöpfel so richtig drinnen bleibt. Als nächstes die Herdöpfel, wenn sie noch lauwarm sind, schälen. Off the chart, man kann ruhig mal etwas anderes machen. Und man kann ruhig mal entgegen dem Rezept ja, ein bisschen ausprobieren. Wer es noch etwas cremiger mag, der kann am Schluss dann auch noch ein bisschen Mascarpone oder Creme Fraiche in den Herdöpfelstock tun. Nach dem Schälen und Halbieren der Herdöpfel lassen wir es durch Kartoffelpresse oder ein Passwit. Riesen Dinge, die ihr hier in der Küche habt, ehrlich gesagt. Oh. Wenn alle Herdöpfel gepresst sind, kommt Milch, Rahm und Butter dazu. Und wir haben hier ein bisschen Butter. So. Und das Allerwichtigste beim Kochen immer abschmücken. Es ist für mich absolut wirklich fraglich, wenn man etwas ja, schickt und es ist nicht abgeschmückt. Schlussendlich muss das Gericht einfach noch etwas schmecken. Darf ich da einfach nicht? Das ist dir. Das ist mein absoluter Lieblingsjob schon jetzt bei dir in der Küche. Wahrscheinlich noch zu wenig, weil wir noch gar nicht rein tun. Salz, das du jetzt schmeckst, sind nur vom Salzwasser, das wir darauf geschmeckt haben. Okay. Und? Mhm. Ich mache Salz. Aber sonst sehr fein. Noch ein bisschen mehr. So. Und dann noch mal ein bisschen untereinander machen. Wunderbar, perfekt. Weil wir den Herdöpfelstock heute ja mit dem Kiesackbläser machen wollen, müssen wir den Herdöpfelstock noch durch ein Sieb streichen. So, schön mit Kraft rund. Und schon wieder brauche ich Kraft. Last but not least, das Eiweiß. Durch Protein wird der Herdöpfelstock locker und luftig, wenn er im Kiesackbläser steckt. Zuerst muss der aber noch gefüllt werden. Ganz wichtig, nicht vergessen, den Kiesackbläser auch richtig gut zu schliessen. Und jetzt tut man die Düsen rein. Kehren. Und richtig schütteln. Jetzt stellen wir den Kiesackbläser in ein Wasserbad zum Warmhalten. Man kann also den Herdöpfelstock auch gut ein paar Stunden vorher machen und ihn einfach im Wasserbad warm stellen. Jetzt kommen wir zur Remoulade. Vor allem, was wichtig ist beim Remoulade, sind Zitronen. Dann sag nochmal, was ist eine Remoulade? Remoulade ist eigentlich die Garnitur vom Haxen, vom Kalbshaxen. Und immer bestehend aus Petersilie, aus Zitronen und aus Knoblauch. Ich habe nicht so gerne Peterli, ehrlich gesagt, aber die, die ich jetzt gerade probiert habe, die schmecken nicht so intensiv, habe ich das Gefühl, wie der Peterli. Küsseli-Peterli, die ich sonst damit benutze. Die vorbereiteten Pilze und Zwiebeln kommen jetzt in die Pfanne und werden angebraten. Hast du mir irgendeine Kelle, dass ich doch nicht rühren im Jahr, oder? Da musst du eigentlich nicht pushen. Du kannst alles von Hand machen. Nach 2,5 Stunden ist der Kalbshaxe endlich soweit. Wir können ihn aus dem Ofen nehmen. Das wird wunderbar. Er löst sich von allein. Und er löst sich jetzt schon ein. Man kann ihn wirklich nur hier oben heben. Wow. Und auch den Knochen nicht wegwerfen, nochmal in die Soße rein. Mhm. Und die Soße, die wir jetzt hier haben, nicht passieren. Zum Schluss noch ein bisschen Knoblauch. Ein bisschen Orangenschale. Zitronenschale. Und Peterli in die Pfanne. Wir haben den Peterli noch rein. Jawohl. Und dann
bisschen ablöschen, mit ein bisschen Geflügel vor. Und jetzt noch das Ganze aufkochen, jetzt kommen die ätherischen Geschmäckchen raus. Und alles wird da weich. Und das ist ein bisschen die moderne Art von Gremolata. Wir wollen, dass alles ein bisschen weich wird. Ein bisschen Salz wahrscheinlich. Mhm, so sag ich es. Dann nehmen wir das Fleur de Sel, wo ein bisschen mehr Minerale hat, ein bisschen mehr Geschmack hat, wie das normale sortierte Salz. Und? Ja, besser. Noch ein bisschen mehr Zitrone? Ich würde sagen, ja. Ja. Wir haben das Fleisch, das wir jetzt anrichten, wo wir jetzt nicht allzu dick, fein, ist mir wichtig, schneidet. Und jetzt auch hier beim Anrichten, Fleisch darf man immer zeigen, es nicht verstecken. Jetzt endlich kommt der Auftritt vom Herdöpfelstock im Kiesackbläser. Und jetzt auch hier. Sieht einfach ganz anders schon mal aus, oder? Und zum Schluss kommen wir noch zum Dekorieren. Entweder mit frittierten Zwiebeln oder etwas anderem Farbigem, wo man die Haie hat. Dann die Soße, die mit dem Kalbshaxen im Ofen war, ein bisschen über das Fleisch drüber tun. Und wenn man noch gerne ein bisschen mehr Soße mag, dann natürlich noch ein separates Soßenschälchen. Zum Abschluss kommt dann noch Gremolata drüber. Muss man denn das wirklich jetzt machen? Ist das etwas, nein, wo du sagst, das Gremolata ist selber, das Plus? Ja. Ich finde es auch Plus. Gremolata, das ist auch ein bisschen Zitronell, Knoblauch, erfrischend, wunderbar. Über das Ganze drüber? Ich habe es schön drüber, in der Mitte ein bisschen. Jetzt haben wir so lange mit Wein gekocht und angerichtet ist auch schon. Jetzt würde ich sagen, jetzt nehmen wir mal den gleichen Wein, den wir brauchen zum Kochen, auch zum Trinken. Du hast gesagt, das ist ja relativ wichtig, oder, dass man einen guten Wein nimmt. Das ist wichtig. Der Wein muss gut sein, damit wir dementsprechend auch einen guten Geschmack in der Soße haben. Es muss nicht der gleiche Wein sein, aber wir wollen qualitativ hochwertiges Produkt und wir wollen das eigentlich nur veredeln. Das geht nur mit hochwertigen Wein auch. Also gut, kommt. Dann ist jetzt, glaube ich, definitiv Zeit zum Schlückchen nehmen, oder? Sehr gern. Ja? Sehr gern. Danke viel. Malbec haben wir heute. Ein Malbec, ich habe es schon erwähnt, das ist ein Wein aus Frankreich, aus Südfrankreich, aus dem Bordeaux. Und heute weltbekannt in Argentinien. Und unser Malbec ist aus Hallau. Er wird nicht jedes Jahr produziert, es ist eine relativ schwere, schwierige Traubensorte zum Anbauen. So, einen ganzen Kalbsachsen, der sich wunderbar gelöst hat. Und Knochen. Mhm. Sehr fein, Dani. Zum Wohl. Ganz herzlichen Dank. Zum Wohl, Dani. Michel, zum herzlichen Wohl. Dank. So. Wie passt gut dazu, gell? Sehr schön. Schon schön gewesen, oder? Tipptopp, perfekt. Also ich bin sehr gespannt, was nächste Woche zu essen gibt und freue mich schon sehr drauf. Die Sendung ist Ihnen präsentiert worden von SH Power, innovative Energie, GVS Weinkellerei und der Brauerei Falken.